unser Verband, der hat so 1100 Mitglieder bundesweit. Das sind alles Leute, die selber als Patienten oder Patientinnen in der Psychiatrie waren. Das ist eine sehr geringe Zahl, weil man muss damit rechnen, dass 4 bis 8 Millionen Menschen in Deutschland stationäre Psychiatrieerfahrung haben. Es gibt 1 Million Psychiatrieaufenthalte jedes Jahr, davon ist ein Fünftel zwangsweise. Und das ist ein Geschäft, in dem zig Milliarden umgesetzt werden. So. Ja, ich kann generell nur raten, auch allen, die sich ärztlich behandeln zu lassen, sich kundig zu machen. Nach 8 Stunden im Internet ist man so weit, dass man den behandelnden Arzt in jedem Fall Fragen stellen kann, die er nicht mehr zufriedenstellend beantwortet. So. Die Frage ist, ob man in diese Situation kommen will. Weil dann ist man nämlich selber für sich verantwortlich in dem Moment. Dann gibt es keinen Guru mehr, der einem sagen kann, was falsch und richtig ist. Also erstmal ist generell sehr wichtig, auf den Schlaf zu achten. Also Leute, die sogenannte Psychosen kriegen, da hat das so einen Standardablauf, die regen sich über irgendwas ziemlich auf, schlafen mehrere Nächte kaum oder mehrere Wochen zu wenig und dann kommt dann so eine Art Nervenzusammenbruch. So. Das ist also so bei den allermeisten Leuten ganz eng an den Schlaf gekoppelt, diese Möglichkeit, eine sogenannte Psychose zu entwickeln. So. Die Psychiatrie ist das Problem. Eben, es lassen sich seelische und soziale Probleme nicht mit Drogen lösen. So. Das glauben wir ja auch sonst nicht, dass eben Alkohol oder Haschisch dazu beitragen, eben Lebenszufriedenheit oder für ein besseres Zusammenleben zu organisieren. Nicht? Und das glauben wir dann aber merkwürdigerweise, wenn die Drogen durch Ärzte verschrieben werden. Und obwohl man das in jeder Stadtbücherei oder im Internet eigentlich nachlesen kann, dass das alles nicht stimmt. Also man muss ja letztlich nur in die Beipackzettel gucken. So. Oder man muss sich die Leute nur angucken auf so einer geschlossenen Station. Jeder Laie kann das mit bloßem Auge sehen, dass das nicht in Ordnung ist. Und es ist eben ein grundsätzliches Problem. Das sind teilweise ganz normale seelische Probleme. Aber selbst wenn die eben etwas außergewöhnlich groß sind, ist das immer noch die Frage, eben, ob die besser werden durch die Art der Behandlung, die man dort angedeihen lässt. Also ein so ein Systemfehler ist ja, wenn man Leute mit seelischen Problemen hat, dann würde ich nicht eben 20 davon auf einen Haufen packen oder 30. So. Weil die Gefahr ist relativ groß, eben ja, dass sie sich gegenseitig sehr auf die Nerven gehen, diese Leute. Die Lebenserwartung dauerhaft psychiatrisierter ist 25 Jahre kürzer als eben die der Durchschnittsbevölkerung. Das ist eine unglaublich hohe Zahl, also selbst zwischen Deutschland und dem Sudan ist eben kein derart hoher Unterschied in der Lebenserwartung. Die Grund für diese massive Verkürzung der Lebenserwartung sind eben körperschädigende Psychopharmaka. Generell muss man eben die Lebensumstände auf den Prüfstand stellen, wenn ich eben viel mit Leuten zusammen bin, die auf mir rumhacken. Wenn ich einen Beruf mache, den ich nicht machen will, dann können das Gründe sein, die mir an die Seele gehen. Dann wäre es eben wirklich günstig, das Ganze als das zu behandeln, was es ist, nämlich seelische oder soziale Probleme. Dann muss man vor allen Dingen viel reden. Ab und zu kann man auch mal ein Psychopharmakon geben, wenn jemand anders nicht schlafen kann, aber das sollte eben wirklich so die absolute Notfallmaßnahme sein. Und Haupttriebfeder hinter der ganzen Geschichte sind die riesigen Profite der Pharmaindustrie. Die Meinungsbildner von psychiatrischer Seite sind bis auf die Knochen korrupt und lassen sich eben ihre Meinung bezahlen. So.
Also dieses ADHS-Geschichte nicht, das war zum Beispiel ein amerikanischer Kinderpsychiater, der Herr Biedermann, so heißt er witzigerweise, der über 1 Million Dollar sich eben von den Firmen hat geben lassen, dass er eben dieses Krankheitsbild propagierte. Und die Pharmafirmen haben eben auch genügend Geld, um eben entsprechende Berichte in den Medien zu lancieren. So, das ist ja eine Kapitalrendite, wie man sie sonst nur bei der Waffenherstellung hat. So, wenn man in Pharmaaktivitäten investiert. So. Und ja, genau wie bei Waffen muss man dann eben auch dafür sorgen, dass diejenigen, die eben öffentliche Gelder ausgeben, die eben für diesen Mist ausgeben. Nicht? Und da die Rendite groß genug ist, kann man genügend Lobbyisten bezahlen. So. Waffen braucht eigentlich auch niemand. So. Das ist ja auch nicht so profitabel. Nicht? Der muss ja von irgendwas leben. So. Und auch für die Krankenkassen ist eben die Geschichte, eben dass die Kosten sind ja Umsatz. Ob eine Krankenkasse eben 5 oder 10 Milliarden Euro verwaltet, das erhöht ja ihre eigene Macht. Also auch die Krankenkasse hat letztlich kein richtiges Interesse daran, dass das alles billiger und effizienter wird, sondern eben dieser Umsatz der Krankheitsindustrie eben hebt auch die Macht der Krankenkassen so. Die einzigen, die ein Interesse haben, sind die Patienten selber so. Das ist so das, an dem das ganze Medizinsystem krankt und eben der Psychiatrie ist eben vorzuwerfen, dass sie eben nicht nur mit Täuschung operiert, sondern eben auch mit roher Gewalt. So. Das ist so eine ganz hübsche Geschichte gewesen beim Valium. Das ist beworben worden in Ärztezeitschriften mit, dass es die Therapietreue garantiere. Vor eben, das haben die da wirklich reingeschrieben in die Anzeigen fürs Valium. Aber glaubt man gar nicht. So. Oh, ist auch nie jemand zur Verantwortung gezogen worden dafür. Das hörte dann in den 80er Jahren auf, als in den Medien eben verschärft kamen, irgendwelche ganz normalen Leute, die sagten, ja, da hat er mir das gegeben gegen die innere Unruhe und ja, auf einmal muss ich so einen ganz schrecklichen Entzug machen und da hat er vorher gar nichts von gesagt.